Ja, liebe Freunde, es gibt noch andere Widerstände, die wir haben. Es gibt ja fünf Formen des Widerstandes. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, das wäre zu wissenschaftlich. Aber was wir vielleicht noch wissen müssten, ist der induzierte Widerstand. Hm? Sofort wieder vergessen, induzierter Widerstand. Habt ihr vergessen, ja? Gut, also. Wir haben ja ein Profil, eine Tragfläche. So, hier haben wir dann den Rumpf, Haube, geht hier runter, so, ne? Und diese Tragfläche, haben wir ja gesagt, da geht die Strömung so vorbei, rüber und erzeugt unseren Auftrieb. Ne? Wir wissen auch, dass wir hier Unterdruck und Überdruck haben. Hier oben an der Tragfläche und dass hier die Verteilung ja so nach oben wirkt. Ja? Strömung kommt hier rum und unten geht sie auch rum. Aber was haben wir hier? Randbogen. Ihr kennt den Blahnik. Der Blahnik ist hingegangen und hat an dem Randbogen, den er hat, hat er sich durch Keulen dran gemacht. Ne? Schöne Keulen. Die Keulen, das sind die Verbesserungen der Formwiderstände. Das heißt, hier, dass der Austausch des Überdrucks, den wir haben, und den Unterdrucks an diesen Bereichen, hier zum Ende, den großen Wirbel nicht erzeugt. Der bremst verdammt hart die Tragfläche hinten an der Spitze ab. Das können wir gar nicht haben. Auch wenn wir schnell fliegen. Der Überdruck hier, wir versauen uns aber auch die Strömung in diesem Bereich, was hier die Tragfähigkeit anbelangt. Nämlich hier fängt aber mal an, die Strömung auch so rumzulaufen. Also dieser ganze Bereich sieht ein bisschen anders aus, als ganz laminar angeströmt, wie wir es im Profil kennen. Also, dann entsteht hier dieser Wirbel. Dann ist man beim Blahnik, also Blechnik, ja, bei diesem Ambossflieger, bei dem schön mit dem Kaulerklappen hingegangen, hat solche Keulen dran gemacht. Ach, was gab es da noch anderes? Jäger haben das auch, die haben die Tanks außen. Das hat auch damit zu tun, dass eine andere Strömung anliegt in dem Bereich, wo der induzierte Widerstand erzeugt wird durch den Austausch des Unterdruckes und den Überdruckes hier aus dem Tragflächenprofil. Dann ist man hingegangen und hat solche Winglets gebaut. Die seht ihr nicht nur an den Seglern, sondern auch hat das erheblich zur Spriteinsparung bei den Überlandfliegern der Airliner geführt. Das ist das Geheimnis. Der Ober- und Unterdruck wird quasi hier rumgeleitet und hier entsteht dann quasi so eine gewisse bessere Verteilung, indem hier einfach der Flügel hochgelegt worden ist. So mit Winglets sozusagen. Und die Winglets haben dann die Aufgabe, die Strömung hier sauber abreißen zu lassen oder umzuformen. Wir haben verschiedene Typen daher, auch die Tragflächenformen hier zielten auch darauf ab, den induzierten Widerstand zu verringern. Und man sieht es hier auch bei den Isis da, hoch und nach hinten vielleicht. Das hat alles damit zu tun, dass der Randwirbel hier hinten, also dieser Widerstand, einfach reduziert wird. Der induzierte Widerstand wird reduziert. So. Das waren wieder viele Fremdwörter. Gehen wir jetzt mal dazu über, dass wir jetzt wissen, dass wir jetzt ein tragflächenoptimiertes Tragverhalten haben. Und wir gehen jetzt mal zur Ruderwirkung. Dazu lernen wir jetzt die verschiedenen Achsen des Flugzeuges kennen. Die verschiedenen Achsen sind diese. Also es hat nichts mit der Achse des Motors zu tun. Ne? Es hat nichts mit den Achsen zu tun, die hier unten in den Servos drin sind. Es sind die Achsen, und zwar die Längsachse, die Hochachse und die Querachse. Und alle Achsen werden angesteuert durch die verschiedenen Ruder. Die Längsachse, die durch den Rumpf geht, wird durch die Querruder angesteuert, die hier nicht dran sind, aber durch die Querruder angesteuert. Die Hochachse, die hier durch den Schwerpunkt durchgeht, wird durch das Seitenruder angesteuert. Und die Querachse, die hier genau durch den Schwerpunkt geht, wird durch das Höhenruder angesteuert. Seht ihr? So. So und so. Also die Achse wird gesteuert über das Höhenruder. Die Längsachse, die durch den Rumpf geht, durch die Querruder. Und die Hochachse, die genau senkrecht hier durchgeht, durch das Seitenruder. Warum erkläre ich das? Ich will auf Folgendes hinaus. Wir haben eben hier diese Figur hier oben erklärt. Wir sind mit einem erhöhten Anstellwinkel, fliegen wir.
und wir haben eine gleichmäßige Lastverteilung jetzt hier oben drauf. Jetzt reißt die Strömung langsam ab, immer weiter ab, immer weiter ab. Und es kommt dann zum Abriss. Und dann geht es wieder runter und kommt in einen stabilen Flug wieder. Wenn ich jetzt das Seitenruder, das ist das Wichtige, das Querruder im Langsamflug nicht mehr anpacken. Denn, was machen wir? Wir verändern die Strömungsverhältnisse. Wenn wir hier jetzt hochgehen, ja, haben wir hier einen geringeren Auftrieb als dort. Da entsteht nämlich ein erhöhter Auftrieb. Und dann reißt die Strömung natürlich hier zuerst ab, ja, wenn wir im Langsamflug sind. Und deswegen, wenn ihr im langsam, wirklich extrem langsam Flug seid und wollt die Maschine halten, nicht mehr in die Querruder gehen, weil ihr die Strömungsverhältnisse einfach dort ändert und der Umschlagpunkt oder auch den Widerstand dermaßen erhöht und auch den Umschlagpunkt nach oben kommen lasst und dann reißt die Strömung ab. Deswegen ist das Seitenruder so wichtig im Langsamflug. Und dann könnt ihr durch die Beschleunigung der Tragfläche, schaut mal, wenn ich jetzt hier so gebe, dann wird das hier rüber gesetzt, ne? Also relativ zur Geschwindigkeit, so beschleunigt die Tragfläche und hat mehr Auftrieb. Und das ist geringer, dieser Eingriff in die Strömung, als wenn ihr die Querruder bewegt. Also bei Langsamflug nur mit dem Seitenruder optimal fliegen. Gilt für Jets, gilt für alles. Wenn ihr kommt, wenn ihr in den Platz reinkommt und ihr fliegt jetzt schon langsam, Querruder, niente, nicht mehr richtig dran gehen, es sei denn, ihr kriegt eine Böe ab. Ne? Klar, was ihr nicht auf den Boden haut, aber wirklich nur noch mit Seitenruder. Das hat auch mit der richtigen Landeeinteilung was zu tun. So, worauf ich jetzt noch hinaus will, ist auch Folgendes. Habt ihr schon mal was von einem negativen Wendemoment gehört? Das hört sich bekloppt an, ne? Negatives Wendemoment. Negatives Wendemoment ist für uns Segelflieger ein Graus. Wenn wir jetzt große Maschinen fliegen, die so 5 Meter, 6, 7 Meter Spannweite haben, oder auch 3 Meter, 2 Meter Kunstflugsegler oder auch Kunstflugmotormaschinen und wir haben kein vollsymmetrisches Profil. Das heißt, die Unterseite ist kürzer zu umströmen als die Oberseite. Also die Oberseite hat mehr Auftrieb als die Unterseite. Dann bedeutet das ja, wenn wir mit den Querrudern nach unten schlagen und nach oben schlagen, auch andere Auftriebswerte erreichen innerhalb des Profils. Und wenn wir es gleichmäßig nach unten und nach oben schlagen, also 2 Grad nach oben und 2 Grad nach unten, dann bremst die Fläche, die jetzt nach die Querruder, die jetzt nach unten fahren, die Tragfläche so ab, dass wir zwar einen erhöhten Auftrieb auf der Tragfläche haben, aber letztendlich nicht rumkommen. Das nennt sich negatives Wendemoment. Das war jetzt theoretisch einfach so erklärt. Ich will euch das mal so anders erklären. Wir haben ein Profil. So, das hinten ist unser Querruder. Das Querruder, wir wollen jetzt auf der hier haben wir die Tragfläche und hier haben wir jetzt die Querruder und die Böse. So stehen. Das heißt, wir haben jetzt hier an diesem Flügel einen erhöhten Auftrieb, indem wir die quasi mehr gewölbt haben. Auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich auf der Tragfläche da drüben, wir wollen ja jetzt hier die Tragfläche anheben, also um die Längsachse drehen, haben wir das genau in die andere Richtung. Da haben wir hier das Profil im Auftrieb ein bisschen geschwächt und dann wird sich die Fläche da hinten neigen. Was haben wir denn aber jetzt? Wir haben gelernt, dass wir hier durch dieses Profil einen geringeren Widerstand haben. Und dann hier auf der Seite haben wir erhöhten Widerstand. Das steht konträr zu dem, was wir brauchen. Nämlich, er bremst die Fläche, die wir hochheben, und wir wollen ja nach links fliegen in dem Sinne. Ja? Er bremst die Fläche ab. Und das ist ganz extrem. Da fliegt die Kiste einfach geradeaus weiter und wir kommen nicht rum. Also ich mache euch das mal vor, hier so. Jetzt wollen wir nach links rum, also links bedeutet hier und da die Querruder runter. Hier haben wir erhöhtes, hier bremst es quasi durch einen erhöhten Widerstand, hier haben wir geringeren Widerstand, aber die Tragfläche kommt hoch. Seht ihr, die kommt hoch wegen dem erhöhten Aufwind, aber Auftrieb, aber der Widerstand ist höher. Jetzt fliegt die Kiste aber weiter, die fliegt weiter geradeaus und wir wollen aber rum.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit allen Achsen fliegen. Also, das geht runter, bremst die Maschine ab, Tragfläche geht hoch, aber sie wird gebremst. Seht ihr, ich mache das mal extrem. Querruder reingeben, dreht so rum. Hier, aber die Tragfläche kommt hoch und die Maschine fliegt weiter geradeaus. Und dann müsst ihr das Seitenruder ganz leicht reingeben, damit dann mit dem, um die Hochachse die Maschine dann schön in die Kurve reingeht. Und das ist das Geheimnis daran. Bitte, fliegt bei jedem Flug immer Querruder und Seitenruder zusammen. Ihr lacht euch nämlich kaputt als Modellflieger, wenn ihr mal nach oben guckt, die ganzen Motorpiloten, die es so auf diesen Sportflughäfen gibt, die kennen nur Querruder. Und dann seht ihr, wie die meterweit, 20, 30 Meter geradeaus fliegen, aber mit einer Schräglage in der Tragfläche, bevor die Kiste rumkommt. Und das kriegen die irgendwie mit Höhenruder hin. Und so sieht man auch wirklich schlechte Modellflieger, die es bisher immer nicht verstanden haben. Die fliegen quasi die Sachen zwei Achsen und wissen auch gar nicht, was ein Seitenruder ist, wofür das ist. Also, das Seitenruder hebt das negative Wendemoment auf, nämlich das Abbremsen der äußeren Tragfläche im Kreis beim Einleiten der Kurve. Und das machen wir dann mit zwei und dann kommt man schön rum. Wichtig ist dieses negative Wendemoment auch zu wissen, wenn wir Thermik fliegen. Ich habe das erlebt, damals aus den Standardfliegern raus, ab in die großen Kisten, 25 Meter Spannweite. Mann, das sind ja Brocken. Ja? Und wenn man dann so drin sitzt und man beobachtet die Tragflächen, wie die sich so biegen, boah, das sieht schon irre aus. Aber was war? Man fliegt auf die Thermik an, ja, man sieht die Wolke da, man ist recht hoch, ah, da weiß man, da trägt es. Man fängt schon an, vorher die Kurve sich schon zu erahnen. Man weiß, aha, ich fliege ein bisschen rechts davon an, dann kann ich einen Linkskreis reinnehmen zum Testen und zum Probieren. Und dann kommt man angeschossen und fliegt und haut quer oder rein. Jetzt kriegt man noch wirklich von innen drin die Energie, die ja dann in die Tragfläche reinkommt, wenn Thermik ist hier. Ja? Die ist so extrem, die will ja einen wieder rausschmeißen. So, jetzt will ich da aber rein, mache hier den Abtrieb, sozusagen, nicht den Abtrieb, also geringeren Widerstand. Und lasst die Fläche jetzt rum. Hier erhöhten Widerstand und bremst die aber gleichzeitig durch den erhöhten Stirnwider, also durch den erhöhten Widerstandsbeiwert ab. Dann schiebe ich durch die Thermik durch, bin draußen und na, Pech gehabt. Bei der ASA 25 war das nicht so schlimm wie beim ganz langen Janus. Den gab es ja auch mit 20, 22 Meter Spannweite. Der war ja richtig wie ein Eimer zu treten, ja, also man ist da rein, man musste das Seitenruder rein treten, dass man rumkam und dann gab es den Trick. So, was macht man nämlich dann, wenn man begriffen hat, dass wenn man jetzt diesen negative Wendemoment hat und man fliegt quasi geradeaus weiter und man kommt mit den Seitenruder auch nicht so richtig hin, dann macht man es umgekehrt. Dann gibt man kurz Gegenquer, oder? Ja, das heißt, man will kurz die Kurve ausleiten, dann bremst man die Innentragfläche ab, kurz damit, und dann kommt man rum. Das war natürlich ein großes Erlebnis für mich auch, hier mit diesem 7 Meter Segler, den Condor, sowie aus den A's, den Nimbus 4 mit 7 Meter, die reagieren exakt genauso, wie das Original. Man kommt rein, schmeißt die Kiste auf die Seite, weiß, dass jetzt leicht die Thermik da ist zum Kreisen und sobald die Thermik dann da ist, gebe ich noch Seitenruder dazu, in die Kurve hinein und gebe kurz Gegenquerruder. Und dann habe ich mit dem kurzen Gegenquerruder, weil ich das ja kurz angestellt habe, wenn ich hier so reinfliege, gehe hoch, dann verdrehe ich ja quasi durch den erhöhten Widerstand hier die Maschine und nicht in den Kreis hinein, sondern mache das mit einem Seitenruder. Das ist aber sehr viel Kraftaufwand. Wenn ihr aber dann kurz so macht, so, dann bremst ihr hier kurz ab, richtet zwar kurz auf, aber nicht so viel und macht wieder neutral, dann habt ihr die Innenfläche abgebremst. Und ab und zu erwische ich mich, dass ich eine Thermik dann gekreuzte Knüppel fliege. Bin quasi im Kreis drin, kreise links und habe aber das Querruder leicht rechts stehen und das Seitenruder links drauf. Ja? Und dann dreht die Kiste wie ein flacher Teller und dann kann man die so ein bisschen auch so hinschieben in die Thermik, wo das optimale Steigen ist. Vorsichtig, ihr seid nämlich kurz immer vom Abriss, wenn ihr das fliegt, das ganze Spiel, weil ihr fliegt das ja dann nicht mit optimalem Gleiten, sondern also vor. Ihr fliegt ja nicht in diesem Bereich, wo es schnell ist und nicht hier beim besten Gleiten, sondern hier beim besten Sinken. Und ihr müsst immer so in diesem Bereich euch aufhalten, zwischen besten Gleiten, wenn ihr noch Thermik sucht, aber dann hier ins beste Sinken reinkommen, also das geringste Sinken, sagen wir es mal so. Und das ist so mit 3 Grad. Und dann fliegt ihr
optisch immer so leicht, die Schnauze oben. Beim Segelfliegen ist es so, dass du die Haube immer am Horizont entlang kurven lässt. Und dann dreht ihr schön das rum und verhindert auch beim Modell, dass ihr mal so dasteht oder mal so dasteht oder mal hier. Versucht die Kiste einfach dort zu lassen in der Thermik, wo sie ist, nämlich dann mit der Nase leicht, ganz leicht gehoben. Und ihr könnt immer vergleichen am Horizont mit dem Rumpf, wie verhält sich der Horizont zum Rumpf. Ja? Und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, für ein wirklich sauberes Kreisen. Und wie gesagt, der negative Wendemoment ist nicht nur negativ, sondern er hilft uns auch bei den großen Vögeln, die Kurven auch exakt genau dann an den Punkt zu bringen, wo sie hingehören. Nämlich durch ein kurzes Gegenquerruder in die Kurve, als würde man kurz die Kurve ausleiten, bremst man den inneren Flügel kurz ab und dann dreht die Kiste wie auf einen Teller. Ja, das war einfach das Geheimnis, mit den Widerständen mal ein bisschen zu arbeiten und mit dem Anstellwinkel, dass der Anstellwinkel, je steiler er nach unten geht, der Widerstandsbeiwert steigt und der Auftrieb sinkt. Und wenn es umgekehrt ist, wenn wir den Anstellwinkel hochheben, steigt der Auftrieb bis zu einem gewissen Punkt, bis es den Abriss gibt, aber und der Widerstand wird geringer. Ja, liebe Fliegerkameraden, das ist so alles, was ich euch jetzt so mal zu diesem Thema sagen konnte. Bis dahin.